auch Kroatien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Menschen aus Deutschland, auch sehr regelmäßig. Und wir sind in Kroatien, haben uns umgeschaut. Noch ist die Einreise nach Kroatien für touristische Zwecke nicht möglich. Doch innerhalb des Landes werden die Corona-Maßnahmen immer weiter gelockert. So haben zum Beispiel Restaurants schon wieder geöffnet und auch die Bars dürfen mittlerweile, wenn auch in begrenzter Anzahl, Gäste empfangen. Die Menschen hier in Rovinj an der Westküste des Landes nutzen die neuen Freiheiten und freuen sich tatsächlich darüber, mal keine Touristen um sich zu haben. Wir brauchen die Touristen, sagt Barkeeperin Sandra, sie bringen das Geld. Aber mal einen Sommer ohne, das wäre nicht schlecht. Die kroatische Regierung sieht das ein bisschen anders. Der Tourismus gehört zur wichtigsten Branche des Landes, war 2019 für 17% des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich. Deshalb setzt die Politik auch alles daran, dass im Sommer wieder Urlauber einreisen können. Wir werden sehen, wann die Leute kommen, sagt Sandra. Nach der Pandemie im August vielleicht. Auf jeden Fall später als sonst. Kroatien selbst kam in der Corona-Krise vergleichsweise glimpflich davon. Das Land verzeichnete etwas mehr als 2000 Infektionsfälle. 90 Menschen sind bisher an den Folgen gestorben. Ja, klingt alles sehr entspannter in Kroatien. Mathis Katnik ist für uns vor Ort. Mathis, ja, wenn du dich umhörst unter den Hoteliers, Restaurantbetreibern und Co., wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist eigentlich im Großen und Ganzen positiv. Die ersten Hotels machen jetzt wieder auf und auch an diesem Wochenende haben schon einige Campingplätze und Hotels angekündigt, dass sie wieder öffnen. In erster Linie werden jetzt erstmal nur die kroatischen Touristen kommen. Die dürfen nämlich seit Montag hier wieder im Land reisen. Und ich habe mit einem Hotelier gesprochen, der hat mir sogar gesagt, dass er am Wochenende schon zu 50% ausgebucht ist. Wunderbar. Also da ist man guten Mutes, dass die Saison doch noch stattfindet. Und welche Angebote gibt es denn vielleicht tatsächlich auch in Richtung deutsche Touristen? Ja, also für die deutschen Touristen wird es wahrscheinlich im Juni soweit sein, dass die einreisen können. Es gibt jetzt die ersten Lockerungen bereits seit Montag. Die sind allerdings nur für Menschen, die eben einen Zweitwohnsitz hier haben, die ein Boot hier haben, die auf Businessreise nach Kroatien unterwegs sind oder auch wegen wirtschaftlichen Gründen einreisen. Und dieser Punkt lässt tatsächlich etwas Interpretationsspielraum. Und es soll angeblich so sein, dass wenn man eine Hotelbestätigung hat, dass man einreisen kann. Allerdings ist das dann so, dass ein Grenzbeamter auch wieder sagen kann, nein. Und die kroatische Zentrale für Tourismus warnt eher davor, jetzt einzureisen. Es wird, wie gesagt, wahrscheinlich im Juni möglich sein. Vor allem auch dann, wenn es in Deutschland die Grenzlockerungen gibt.